Bei mir ist heute Mona Jabur. Du bist beim Goethe-Institut Deutschlehrerin und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Mona. Ja, hallo Claudia. Dankeschön für die Einladung. Ja, was heißt denn für dich mit allen Sinnen lehren? Ja, also mit allen Sinnen lehren heißt natürlich für mich als Lehrerin mit allen Sinnen lernen aus der Perspektive unserer Deutschlerner, Lernerinnen. Und ich fange mal an mit dem Prinzip Kopf, Hand, Herz. Das, was wir nur mit dem Ja, was mit dem Kopf lernen, bleibt im Gedächtnis. Wenn wir es mit den Händen selber machen, bleibt es natürlich noch besser. Und wenn es mit dem Herzen verbunden ist, dann ja, die eigenen Interessen und Vorlieben der Lerner oder es in irgendeiner Weise berührt, dann ist es natürlich doppelt so gut. Und ja, ganz oft ist, glaube ich, so etwas Unerwartetes, etwas Überraschendes, womit man gar nicht rechnet. Das weckt irgendwie die Lerner auf, also so ein bisschen aus ihrer Lethargie. Ach, wir machen heute das und das Thema. Wenn dann aber plötzlich was ganz anderes kommt, also Beispiel, eins meiner Lieblingssachen ist, wenn ich plötzlich anfange, auf Arabisch zu sprechen oder in der Begrüßung Arabisch spreche und niemand versteht mich erstmal. Mach doch mal. Ja, Marhaba, Kifalik, ja Claudia. Aha, Und die Ni hao wa la la. okay. Aha, Ni ja, hao wa gut, la gut. la. Lass, ja. Ah, okay. Okay. Shukran jazilan. Okay, also, was habe ich dich gefragt? Was Oh, können wahrscheinlich, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht und Wunderbar. keine Ahnung, was Shukra, irgendwas. Shukran heißt danke, vielen Shukran, ja, Dank. genau, Shukran, ja, das kenne ich schon, ja, genau, jetzt erinnere Genau, ich mich. super. Ja, und das mache ich irgendwie sehr gerne, verbunden mit Bildern, im Sinne Mit vom welchem Ziel? selbstentdeckendes Lernen. Also ich mache auch ganz gerne Lehrerfortbildungen für internationale Deutschlehrerseminare. Und da versuche ich dann nochmal die Lehrer, die ja dann meine Teilnehmer sind, nochmal in die Schülerinnenrolle sich zu versetzen, indem Ja. ich einfach auf einer absolut fremden Sprache mit denen spreche. Aber im Und Unterricht machst du es auch? Also mit den Schülern an sich machst du das da auch oder nur in der Lehrerfortbildungs? also mit den Schülern mache ich es ja auf Deutsch. Es ist ja teilweise, ne, für die A1-Anfänger ist es dann ja die gleiche Situation. Wenn die Teilnehmer ein bisschen ein höheres Niveau haben, ja, da machen wir das auch schon mal. Ich habe das dann mal mit Portugiesisch gemacht, einfach um zu zeigen, wie man sich als Lerner fühlt, dass man Aber das kennen Sie irgendwie. ja, oder? Genau, Wie das ich kennen als Sie, ja. Lerner bin, ja. Genau. Aber auch einfach zu sehen, dass Sie in der Lage sind, selber Regeln zu finden. Also dann haben wir auch schon mal, dass wir die Muttersprachen der Teilnehmer als Ausgangssprache nehmen, um einfach mal. Also um die Teilnehmer dann wieder in die Lehrerrolle zu setzen. Und auch, um sie so ein bisschen davon wegzuholen, oft ist es ja so, dass man dann halt so stockt, ja, dass man so in diesem drin bleibt. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht, hier ist jetzt ein unbekanntes Wort oder und dann hängt man da so fest. Aber eigentlich brauchen wir ja unser Weltwissen, ja, und können deswegen ja wahrscheinlich auch einen fremden Text oder eine andere Sprache einfach auch verstehen, ohne zu verstehen, oder? Ist es dein Ganz Ziel? genau, das Weltwissen, genau, gestützt durch Mimik und Gestik ganz viel oder eben durch Bilder, dass sie zum Beispiel selbst die grammatischen Regelmäßigkeiten herausfinden sollen und so weiter. Du Genau. hattest dieses Haptische angesprochen, da würde ich gerne nochmal eingreifen, weil du hast gesagt, du benutzt viel Haptisches. Jetzt ist es bei dem Lernen einer Sprache ja meistens alles sehr kognitiv und sehr auf dieses Lernen von Regeln und Wörtern ausgerichtet. Und wie bringst du da das Haptische mit ins Boot? Also eins auch meiner Lieblingsthemen ist einen Gegenstand erfühlen. Ich zeige jetzt, also das ist eine Stofftasche. Ich habe mehrere so kleine Stofftaschen und dann fange ich an. Dann sollen die Teilnehmer das fühlen und erstmal gar nicht gucken, sondern raten, was fühlen sie? Und dann kommen so Sachen wie, es ist
hart, es ist kantig, es ist eckig, es ist eine Figur, manche sagen eine Schachfigur, ein Stempel. Dann, nachdem alle Schüler daran gefühlt haben, holen Sie es heraus. Und was siehst du, Claudia? Ja, ich sehe auf alle Fälle, ich erinnere mich sofort wieder, ich war nämlich gerade in Ägypten und ich sehe einen Pharao in Genau. einer bronzenen Figur, ja. Genau, das soll eine Pharaonin sein, das soll Eine die noch. Pharaonin, Entschuldigung, ja, absolut. Genau, das soll die Nofretete sein. Und das ist dann auch schon direkt der Einstieg in eine Geschichte, die da heißt, Nofretete ist weg. Und dann bekommen die ein paar Schlüsselwörter an die Hand, sollen da zum Beispiel eine Geschichte rausschreiben und haben damit in der Regel schon den Plot von der eigentlichen Geschichte, die wir dann hören werden. Also sowas macht immer Spaß, weil alle irgendwie dabei sind. Und das ist was, womit sie auch gar nicht gerechnet haben, dass sie jetzt etwas erfüllen müssen. Ja. Aber wenn du das öfter machst, dann rechnen sie ja doch wieder damit. Was ist dann das Nächste, was du mit allen Sinnen rausholst aus deiner Methodenkiste? Ja, also bleiben wir mal beim Haptischen. Also ich liebe es, Kärtchen zu haben. Ich bin so ein richtiges Spielkind mit Würfeln und mit Kärtchen. Also zum Beispiel auch als Vorentlastung für Themen. Sie bekommen einfach ganz viele kleine Kärtchen mit Wörtern. Genau. Und dann sollen sie das sortieren. Und also eigentlich kann man aus allen möglichen Geschichten kann man in irgendeiner Form Kärtchen basteln oder ein Satzpuzzle, das habe ich auch ganz gerne. Also ein Textpuzzle mit verschiedenen Sätzen, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Und dann haben die auch als Ergebnissicherung auf der Rückseite, wenn sie es denn richtig gemacht haben, erscheint da ein Lösungswort. Gucken wir mal, Claudia, ob du das vielleicht lesen kannst, was da stehen würde. Wunderbar. Wunderbar, genau. Das kann man natürlich auch nicht immer machen, aber mal so ab und zu. Und dann freuen die sich einfach. Ja. Also ich denke immer, was für Kinder richtig ist, kann auch für Erwachsene manchmal passen. Und bisher habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mit den, ja, mit Spielen, mit Karten, wo auf der Rückseite einfach die Lösung ist. Oder auch mit Gegenständen erfüllen. Und Ja. so weiter. Also das Haptische, also Das liebt ihr. da Ja. sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, genau. Und natürlich das Ganze in Verbindung mit Bewegung. Ja, wie wir alle wissen, ist Bewegung ganz, ganz wichtig. Ne, damit, wenn man das irgendwie so, also wenn man die Möglichkeit hat in der Klasse, ein Klassenspaziergang, Kugellager oder Sprechmühle mit Musik, ohne Musik. Dass immer die Teilnehmer mal untereinander sich mischen und einen Gesprächspartner haben und nach ein paar Minuten wieder den Gesprächspartner wechseln. Das ist halt Bewegung, dann ist auch jeder dabei. Also niemand kann schlafen, wenn man spazieren geht. Das Und stimmt. Aber Sie könnten in Ihrer Muttersprache sprechen, wenn Sie sich treffen. könnten, ja. Allerdings haben wir so viele unterschiedliche Nationalitäten bei uns im Goethe-Institut. Da sind die auch schon relativ, also passiert eher selten. Im Moment passiert es recht häufig, weil sehr viele ukrainische Klassen zusammen sind. Ne? Das ist dann immer ein Grundproblem. Aber ja, auch dafür gibt es natürlich Lösungen. Ich würde trotzdem nochmal, weil einfach so von der Idee her, wir hatten jetzt sehr unterschiedliche Themen auch schon und dieses Haptische interessiert mich jetzt sehr, weil wir hatten schon Gerüche und wir hatten schon Zauberei und so weiter. Und dieses Haptische, da würde ich gerne immer noch dran. Hast du noch eine Idee? Hast du noch was Konkretes? Also du hast jetzt verschiedene Kärtchenthemen angeboten, Gegenstand fühlen. Arbeitest du zum Beispiel auch mit, also ich mache das zum Beispiel sehr gerne mit Bauklötzen, dass ich sozusagen die Syntax mit Bauklötzen stelle. Ja, also Syntax ist auch was ganz Tolles. Das mache ich da mit einer Wäscheleine. Mit einer Aha. Wäscheleine und Wäscheklammern. ja, also das Verb auf Position 2, trennbare Verben zum Beispiel oder im Perfekt, also dass dann das Partizip am Ende steht, also das Vollverb auf Position 2 und das ist.
super mit dieser Wäscheklammer. Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das, ja, das kennst du ja bestimmt auch, ne? Erzähl's bitte. Also es geht ja hier auch nicht um mich. Genau. Ja. Ja, also dann haben wir zum Beispiel vier Gruppen. Wir haben meistens bei uns 16, ja, also ungefähr 16 Teilnehmer. Das passt dann immer gut. Jede Gruppe bekommt Kärtchen und soll daraus den Satz in die richtige Reihenfolge bringen. Und dann die Karten an diese Wäscheleine in der richtigen Reihenfolge dranhängen. Und das ist auch immer wieder schön, weil man, das ist ja so ein Dauerbrenner, das Verb auf Position 2. Oder genau, die Konnektoren, Position 0, Position 1, Hauptsatz, Nebensatzkonnektoren. Also das mache ich auch ganz gerne. Mit der Wäscheklammer, okay. Und können die Teilnehmenden auch die, also ich mache immer ganz gerne auch Sachen, wo man die Wäscheklammer an den Kleidungsstücken hat und man muss sie irgendjemanden schnappen. Also ich stelle mir jetzt sowas vor, da ist die Wäscheleine, aber es sind nicht alle Zettel, die ich in meiner Gruppe habe, sondern ein paar Zettel sind in der anderen Gruppe. Und ich darf mir die schnappen. Also jeder hat irgendwas an seinem Körper. Und ich darf sozusagen versuchen, irgendwie mir einen passenden Zettel mit der passenden Wäscheklammer zu schnappen. Hast du das auch schon mal so gemacht oder ähnlich, dass man da noch so ein bisschen mehr Wettbewerb mit Ach reinbringt? so, ja, das ist natürlich auch. Also jetzt genau wie du es beschrieben hast, nicht, aber dass man sich das Passende zusammensucht von vier Tischen, das haben wir auch schon mal gemacht. Oder also was mir jetzt noch einfällt, es gibt ja so langweilig, ich sag mal, vermeintlich langweilige Tabellen. Und wenn man das dann so als eine Art Memory macht, zum Beispiel die Adjektivdeklination, die habe ich immer ganz gerne. Mit Kärtchen, die Artikel und die Endungen sind jeweils immer eine Karte. Und dann gibt es auch einen Wettbewerb, welche Gruppe ist schneller. Also dann haben wir zum Beispiel 8 und 8. Ja, gewonnen hat dann die Gruppe, die am schnellsten ist. Aber es kommt auch schon mal vor, dass irgendwie sich eine Karte bei der anderen Gruppe irgendwie verirrt hat. Und das ist dann immer ganz witzig. Ja, also die sind da irgendwie richtig mit dabei, wenn es wirklich darum geht, wer gewinnt jetzt. Also da fallen doch wirklich die meisten, würde ich sagen, wirklich in diesen Wettbewerbscharakter zurück, in dieses ja, gewinnen wollen. Ja, und dann hast du die Tabellen in groß oder wie muss ich Ja, das genau, also die auf dem Adjektivtabellen. Tisch irgendwie? Genau, das sind dann irgendwie solche, ja, auf dem Boden. Also Ach so, auf dem Boden. ich mache das auch ganz gerne auf dem Boden. Ich versuche irgendwie alles so auszunutzen, also die Wände, dann auch mal was unter die Decke hängen, aber auch ganz viel auf dem Boden. Und wenn da nicht so ganz viel Platz ist, dann gehen wir auch einfach raus in den Flur oder in unseren Aufenthaltsraum. Und dann haben die auch noch mal so einen kleinen Ortswechsel. Weil wir haben ja in unseren Intensivkursen 5 Unterrichtseinheiten am Stück sozusagen mit 2 Pausen. Und es ist auch mal ganz nett, einfach mal den Raum zu wechseln oder einfach vor die Tür zu gehen und da auf dem Boden zu puzzeln und zu, ja, zu machen. Also. Ja, absolut. Und das ist ja auch wieder ein wichtiger Punkt, auch um Lageveränderung ist ja auch ein tolles Thema, einfach um ein bisschen mehr das Gleichgewicht in den Raum zu bringen und damit auch viel mehr Synapsenverbindung zu schaffen, kann ich auch immer nur wieder empfehlen. Ja, super. Ja, danke schön, Mona, für schon so ganz konkrete Tipps. Diesmal sehr speziell natürlich für den Deutschbereich, aber natürlich auch übertragbar. Ich denke, es muss ja nicht die Adjektivdeklination sein, die wir da puzzeln. Es kann ja auch etwas ganz anderes sein, aber dass man das als Memory macht, genau, oder mit Wäscheklammern oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist für viele Bereiche einfach ein bisschen abwechslungsreicher. Und ja, schön, dass du heute uns diesen haptischen Part mitgebracht hast. Vielen Dank, Mona. Mehr von dir erfahren wir dann bei der Konferenz. Vielen Dank. Alles klar, okay, tschüss.